Angela. Angela muss weg, muss um die Ecke gebracht werden. Ich suche einen Unterschlupf für die Kanzlerin. Bei uns? Ja. Achtung! Rühren, Frau Riedmüller! Sie müssen sich in diesen Haushalt hier auch ein bisschen mehr einbringen. Das bisschen Haushalt macht die von der Leyen, sagt man. Bitte keine Namen, ich muss sie sehen. Haushalt, dieses Thema war mir immer schon ein Graus. Geht's im Bundestag um den Haushalt, bleib ich lieber zu Haus. Liebe Tauschmutti, liebe Angela, es war schon eine wahnwitzige Idee, dass ausgerechnet wir beide beschlossen haben, beim Frauentausch im privatkapitalistischen Fernsehen mitzumachen. Let's bomb, let's bomb, baby, let's bomb. Baby, we can burn you. Ja, Urlaub machen, wo andere weglaufen? Ja, nein, man sollte sich vielleicht das Land mal anschauen, aus dem alle weglaufen, die man jetzt hier in Berlin alle so sieht. Ich will nicht nach Baden-Württemberg. Ich bin der Atomfighter. Ich bin gekommen, um mit dir in den Sonnenuntergang zu reiten. Und ich hab das alles so gewollt, alles nur für Schwarz-Rot-Gold. Wir schaffen das, ich hab's gewollt. Schwarz-Grün sind die Farben, die zur Hochzeit wir tragen. Frau Merkel, geht's Ihnen gut? Oh Gott, wie sehen Sie denn aus? Ich hatte einen ganz schlimmen Albtraum. Oh, vom nächsten Bankencrash. Schlimmer. Vom Weltuntergang. Schlimmer. Von Horst Seehofer. So schlimm nur auch wieder nicht. Bürger, lass das Shoppen sein. Steck die Sachen einfach ein. Wenn Sie sich jetzt fragen, schaffen wir das? Dann möchte ich Ihnen eine alte uckermärkische Redensart entgegenrufen. Yes, we can! In diesem Sinne, die Pflicht ruft, es gibt viel zu tun, sitzen was aus. Angie! Angie! Und seh du wieder aus, siehst du Löcher in den Haaren, ständig dieser Lärm. Was soll die Nachbarn sagen? Und dann noch deine Kleidung, da fehlen mir die Worte. Musst du die denn fragen? Schmähgedichte! Die Merkel schreibt Schmähgedichte. Und wenn man oben sieht immer Prädikant, dann kann man alles loben und man riecht ins Haus und braucht und bist du oben. Musst du niemals rasten. Geld und verlogen im Auslandsbriefkasten. Deutschland von unten hätte das auch gern. Nur ist man da als Kunde auf einem anderen Stern. Panama. Panama, 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 Panama.